Excuse me, was ist das bitte für eine Verarschung? Das Produkt kostet einfach mal im Online-Shop 2,95 Euro und hier steht Sonderpreis 4 Euro. Meine Stimme überschlägt sich vor lauter. Hallo, ich bin's, Kim Lian, und ich glaube, wir kennen das alle. Es ist nicht mehr der Monatsanfang. So langsam achtet man drauf, wo man denn seine Kohle so rein investiert. I'm broke, nigga, I'm broke! Bei mir persönlich fließt das meiste Geld übers Jahr verteilt eigentlich in Reisen und in Essen. Und auf dem dritten Platz kommt dann eigentlich schon die Drogerie. Ist ja nicht so, als hätte ich nicht schon genug Produkte bei mir zu Hause rumfahren, aber I do it all for the YouTube, you know? Beste Ausrede ever. Jedenfalls ist man da dann halt wieder mal so am gucken, okay, kriegt man vielleicht auch gute Sachen für kleines Geld? Und deshalb habe ich so ein bisschen in der DM-Wühlbox bei den reduzierten Sachen rumgekramt und tatsächlich 10 Produkte rausgezogen, die auf den ersten Blick ziemlich cool aussahen. Und wo ich jetzt wissen will, sind die aus dem Grund reduziert, weil sie nicht funktionieren, was man ja annehmen würde? Oder sind sie reduziert ohne großen nachvollziehbaren Grund und sind eigentlich mega die Schätze? Legen wir direkt los! Nur einen einzigen Euro hat mich dieses Produkt hier gekostet. Das ist das BB Soft and Fresh Deo Roll-On. Gutes Englisch. Roll-On grüner Tee. Wurde auch jetzt mal so auf den ersten Blick noch nicht verwendet. Man weiß ja nie bei diesen reduzierten Sachen. Deshalb teste ich das doch direkt mal hier schön aus. Und ich rieche sogar jetzt schon einen wunderbaren Duft. Bisschen alkoholisch riecht es, aber das verfliegt eigentlich direkt. Soll angeblich 24 Stunden Schutz bieten und ja, es riecht jetzt nicht großartig nach grünem Tee, sondern es ist schon so mehr ein Parfumduft dabei, aber wirkt auf jeden Fall ganz solide für einen Euro. Weiter geht es mit etwas aus der Schmuckabteilung bei DM. Und ich glaube, ich habe noch nie etwas in einer Drogerie aus der Schmuckabteilung gekauft. Hast du das schon mal gemacht? Schreib mir gerne mal unten in die Kommentare, wie deine Erfahrungen das sind. Das sind so diese Ohrstecker, die so vor 2 Jahren oder so mega angesagt waren. Ich glaube, die waren von Dior, wenn mich nicht alles täuscht. Um den jetzt auszuprobieren, nehme ich mir mein Blitzchen aus meinem eigenen Online-Shop, by the way, mal raus. Also aus meiner Kollektion ist der. Und dann kommt von hinten diese kleine Perle hier durch. Und von vorne dann das große Gegenstück. Oh, wie das aussieht, wie es runterhängt. Wie sieht das denn aus? Schau mal. Das hängt so total schief. Das ist ja richtig bescheuert, Mann. Hello aus dem Schnitt. Ich habe gerade gesehen, dass ich die Ohrstecker einfach mal falsch rum reingesteckt habe. Kein Wunder, dass es so bescheuert ausgesehen hat. Aber ja, ist jetzt so und ja, peace out. 2,50 Euro somit aus dem Fenster rausgehauen, Mann. Weiter geht es mit dem heißen Preis von 1,15 Euro. Das ist ein Essence-Lippenstift in der Farbe Lila. Und zwar so ein richtig geiles, dunkles Lila ist das. Okay, so sieht das fertige Ergebnis aus. Das fühlt sich mega, mega gut an auf den Lippen. Richtig schön dick und fast schon wie so eine Pflegecreme. Ist auch komplett geruchslos, also von dem her. Verstehe jetzt nicht, warum der in dieser Wühlkiste gelandet ist, weil der ist doch echt solide, oder? Oh Mann, Leute, ich habe ständig Lippenstift auf den Zähnen, hey. Bitte im restlichen Video jetzt ignorieren. Jetzt weiß ich wenigstens, warum der Lippenstift so günstig war. Bei anderen passiert mir das nämlich nicht. Über diesen Fund habe ich mich ganz besonders gefreut. Das sind Balea Badekugeln, so ein Viererset mit winterlichem Duft. War ich gerade noch mal rechtzeitig dort, dass es noch zum Wetter passt mit dem winterlichen Duft. Ja, das kann sich doch wirklich sehen lassen. Guck mal, wie hübsch die sind. Die ist mit so ein paar Blüten drin. Da haben wir ein bisschen Lavendel. Und die hier duftet nach Zitrus. Von 7 Euro auf 4 Euro reduziert. Und ich finde, das ist ein ganz guter Deal. Sie erinnern mich echt ziemlich an so Lush-Badekugeln. Und sind sogar in Handarbeit hergestellt. 1 Euro pro Badekugel. Kann man mal machen, oder? Wow, Leute, ich wollte gerade auf meinem Handy nachgucken, wie viel diese Creme ursprünglich gekostet hat, weil mir 4 Euro für eine Scholl-Fußpflegecreme sehr teuer vorkam. Und excuse me, was ist das bitte für eine Verarschung? Das Produkt kostet einfach mal im Online-Shop 2,95 Euro und hier steht Sonderpreis 4 Euro. What? Ist das euer Ernst? Das ist einfach teurer im
in der Wühlbox mit dem Rabattpreis, als es eigentlich regulär kosten würde. Shook to my bones einfach nur. Ich hoffe, die riecht wenigstens gut jetzt. Boah, grüner Kaviar. Ohne Witz, das riecht wirklich so ein bisschen nach Kaviar. So ein bisschen ganz leicht fischig. Nein, einfach nein. Das, boah, das riecht hier immer noch nach Kaviar. Aber so nach altem Kaviar, nicht nach leckerem. Dieses Produkt fand ich besonders interessant. Das ist von Sendere. Sensational Gel Polish Removal Wraps. Ich habe ja ganz oft Shellac drauf, den ich mir selber mache zu Hause. Spare, spare, spare. Und das abzukriegen ist immer so ein bisschen ein Pain in the Ass. Im DM Onlineshop habe ich es jetzt gar nicht mehr gefunden, aber auf Amazon kostet das tatsächlich doppelt so viel. Also habe ich hier nochmal ein gutes Schnäppchen gemacht. Und so sieht das Ganze dann letztendlich aus. Also man hat hier diese Alu-Dinger für die Finger und hier noch so eine extra Feile, um das vorher anzurauen, damit der Nagellackentferner oder so besser haftet. Mein Shellac ist jetzt gerade noch ganz gut unterwegs, deshalb werde ich das jetzt nicht live testen, aber ich werde sonst auf meiner Instagram-Story oder auf Snapchat sehr gerne berichten. Schau da gerne mal vorbei. Auch circa nur noch die Hälfte kostet dieser Alverde Naturkosmetik Liquid Eyeshadow. Die Farbe ist jetzt halt eine Geschmackssache. Es gab nur noch diese, deshalb habe ich es jetzt mal mitgenommen, weil ich mir dachte, dass es vielleicht auch als Highlighter ganz gut funktionieren könnte. Und mir gefällt, was ich da so auf den ersten Blick sehe. Versuchen wir damit mal hier in die Mitte meines Augenlides ein Highlight zu setzen. Okay, ja. Also ich meine, ich hätte es mir jetzt nicht unbedingt gekauft, wenn es teurer gewesen wäre. Aber so als Experiment für dieses Video ganz solide. Ich probiere das Ganze jetzt noch als Highlighter aus, weil das war mein Gedanke, dass das ganz cool sein könnte eventuell. Allerdings habe ich dann nicht bedacht, dass der doch so deckend ist, der Lidschatten. Okay, nein, das sieht absolut grauenhaft aus. Jetzt habe ich da einfach so eine goldene Linie. Toll, wirklich. Toll. Muss man nicht unbedingt machen. Auch nicht für nur 1,60 Euro. Ein Produkt, bei dem ich absolut nicht Nein sagen konnte, neben dem Preis für 2,50 Euro, ist das vegane Duschsorbet namens Kim. Oh mein Gott, ich fühle mich so geehrt. Danke, danke für diesen Award. Ich glaube zwar, es hat absolut nichts mit mir als Person zu tun, aber man darf ja noch träumen, oder? Das Ganze ist wie gesagt vegan und ohne Tierversuche und so weiter und so fort. Holunderblüten, Melone, Feige und Biogurke. Und es riecht tatsächlich ziemlich nach einem Fruchtsorbet. Ich will jetzt mal wissen, was das für eine Konsistenz hat, wenn das ein Sorbet sein soll. Es ist einfach ein Duschgel. Also es ist nicht besonders Sorbet-mäßig oder irgendwie besonders. Es ist wie normale Flüssigseife. Der Preis lag bei einem anderen Laden, bei DM habe ich es nämlich gar nicht mehr gefunden, so bei 5 Euro. Und das hier habe ich jetzt für 2,50 Euro gekriegt. Das heißt, es war auch wieder 50% günstiger. Nein, doch. Oh. Werde ich auf jeden Fall auch brauchen. Und ich gehe mir jetzt mal kurz noch die Hände waschen. 3,40 Euro statt 6,50 Euro habe ich für dieses Produkt hier bezahlt. Und das ist einfach nur just for fun mitgekommen. Das ist nämlich ein Ansatzkaschierer für, wenn man graue Haare hat. Ist jetzt bei mir persönlich nicht der Fall. Und das ist auch in der Farbe schwarz und nicht braun. Aber ich wollte es einfach mal ausprobiert haben. What? Oh mein Gott! Komplett schwarz. Und die Haare haben sich jetzt irgendwie voll gelockt. Die sind jetzt wirklich so gewellt. Oh Mann, Leute, ich habe ständig Lippenstift auf den Zähnen, hey. Hä, ist das ein Lockenspray oder was geht hier jetzt ab? Krasses Ding auf jeden Fall. Also das funktioniert anscheinend wirklich und meine Haare fühlen sich jetzt nur so ein bisschen stumpf an, aber man sieht nicht, dass ich mir irgendwie Farbe drauf gesprüht habe. Sie sind auch nicht öliger als vorher, auch nicht härter, so wie wenn man mit Haarspray drüber gegangen wäre. Oh, aber es färbt ein bisschen ab. Ich werde das wahrscheinlich meiner Mama weitergeben, weil die tatsächlich sehr schwarzbraunes Haar hat. Und ich kann es allen da draußen, die sich den Ansatz ein bisschen nachfärben wollen mit Schwarz, aus welchem Grund auch immer, sehr empfehlen. Von Essence durfte das Coast & Chill mit. Das sind Make-up Darkening Drops. Also quasi, wenn du eine zu helle Foundation oder Concealer hast, kannst du es an deinen Hautton anpassen damit, angeblich. Auch 50% günstiger, kostet jetzt nur noch 1
1,45 und dann einfach mit ein bisschen Make-up abmischen. Damit dieser Ton gut passt, werde ich jetzt einfach so eine Konturfarbe anfertigen. Bisschen vermischen. Und das ist doch ein ganz schöner Ton geworden jetzt. Nicht so rötlich. Ich meine, viel zu dunkel für mich persönlich, aber vielleicht funktioniert das ja, wie gesagt, als Kontur. Oh ja, ich sehe definitiv einen Unterschied. Und zwar tatsächlich einen positiven, oder? Es ist jetzt viel definierter gleich, mein Gesicht. Also das wird auf jeden Fall auf meinem Schminktisch einziehen. Besonders dann im Sommer ist es sicher praktisch. Oder wenn eine Freundin übernachtet, die ein dunklerer Hauttyp ist, dann kann sie einfach, wenn sie ihr Make-up nicht dabei hat, diese Tropfen hier mit meinem Make-up verwenden. Von dem her, schade, dass es sowas von Essence nicht im Standardsortiment gibt. Das ist eigentlich mega die gute Idee. Lass mir gerne einen Daumen nach oben da, wenn dir dieses Video gut gefallen hat. Ich würde mich sehr freuen, wenn nicht, dann nicht. Und schreib mir aber unbedingt mal in die Kommentare, ob du gerne im Sale shoppst oder die Sachen eher regulär kaufst. Gibt dir genug Leute, die dem Sale nicht wirklich Beachtung schenken. Freue mich, von dir zu lesen. Ansonsten können wir uns natürlich auch gerne in meinem eigenen Online-Shop sehen, wo ich meine neue Schmuckkollektion gelauncht habe, oder im nächsten Video. Tschüss!